Ja, meine Damen und Herren, in einem vergangenen Video haben wir uns bereits mit der Frage beschäftigt, wie sieht es denn eigentlich aus? Gasversorgungsknappheit, Heiztemperatur, eintretende Feuchtigkeitsschäden, Schimmelschäden, wer ist dafür zuständig? Wie sieht das alles aus? Jetzt zu der Frage, wer muss denn beseitigen? Und vor allen Dingen, wer muss den entstandenen Schimmel bezahlen, wenn es denn soweit ist? Also, wir gucken uns erstmal grundsätzlich an, was die Rechtsprechung in den vergangenen Jahren dazu entwickelt hat. Und das ist wie ein Tischtennisspiel. Das geht hin und her. Okay, der Mieter macht den Aufschlag und sagt, hey Vermieter, ich habe Schimmel in der Wohnung. Der Ball landet jetzt also erstmal im Feld des Vermieters. Der muss reagieren. Er muss sagen, okay, dann lass mich rein und lass mich gucken. Und da ich jetzt nicht der Mikrobiologe und der Bausachverständige bin, lass mich gucken mit Fachleuten. Es ist dann notwendig, die Wohnung zu besichtigen, den Schaden, wenn er denn da ist, aufzunehmen, Art, Umfang, Ausdehnung und die Ursachen aufzuklären. Das machen wir, wie gesagt, dann mit den Sachverständigen, mit denen, die da was von verstehen. Jetzt ist der Ball wieder im Feld des Mieters, denn der muss uns den Termin geben. Gibt er den nicht, vereitelt er das. Gibt es nichts mehr mit Instandsetzung, dann gibt es nur noch was mit Schadenersatz. Ja? Das würde bedeuten, dass selbst im Falle, dass tatsächlich Schimmel da ist und der möglicherweise sogar irgendwas mit dem Haus zu tun hat und nicht nur mit dem Nutzerverhalten des Mieters, allein deswegen, weil der Mieter gesagt hat, ihr kommt mir hier nicht rein oder ich will das nicht oder ich ziehe das oder irgendwas, Schadenersatz begründend zulasten des Mieters geht. Jetzt spinnen wir den Faden fort und sagen, okay, der Termin kommt zustande. Wir sind jetzt in der Wohnung des Mieters und sagen, oh ja, wir gucken mal rund und sagen, da hat er recht, das ist wirklich Schimmel. Jo. Jetzt ist die Frage, wer zeichnet dafür verantwortlich? Wenn es am Bau liegt, der Vermieter. Da ist er sehr weit im Thema. Dann liegt der Ball wieder, ne, unsere Metapher vom Tischtennis, dann liegt der Ball wieder auf dem Feld des Vermieters. Wenn es aber auszuschließen ist, weil die Bauphysik und die Bautechnik stimmen und auch keine Schadenssituation festgestellt werden kann. Und wenn vom Schadenbild her auch wahrscheinlich ist, dass der feuchte Prozess in der Wohnung entsteht und nicht von außen in die Wohnung eindringt, dann hat der Mieter die Aktien im Spiel. Denn dann ist eine klare Situation da zu sagen, okay, dann wird es wohl am Nutzerverhalten liegen. Heizung, Lüftung, Dekoration, Anteil der Pflanzen in der Wohnung mit Feuchtigkeitsemissionen, Wäschetrocknen in der Wohnung, Dampftrockner in der Wohnung, was auch immer da so in der Praxis kommt. Dann ist er wieder dabei. Gut. Wie geht es jetzt weiter? Nehmen wir mal an, nichts, gar nichts lässt sich feststellen. Wir haben also ein Patt. Man kann nicht sagen, es liegt hieran oder es liegt daran. Dann hat der Vermieter auf jeden Fall die Verpflichtung, den Schimmel zu beseitigen und zwar auch auf seine Kosten. Das ist eben Ergebnis der mietrechtlichen Garantiehaftung, die verschuldensunabhängig sagt, die Wohnung muss gesundheitlich unbedenklich zum Wohnen sein. Ja? Das ist eine Vorgabe des Gesetzes, das ist auch in Ordnung. So, jetzt gehen wir mal weiter und sagen, der Mieter hat tatsächlich nachgewiesen, die Aktien im Spiel, es liegt bei ihm. Dass jetzt feuchte Schimmel und so weiter entstanden ist oder nicht richtig heizt, nicht richtig lüftet etc. etc. Dann gibt es Rechtsprechungen, die sagen, ja okay, mein lieber Vermieter, du musst dann trotzdem instand setzen. Schon darüber kann man streiten, wenn man das will. Oder aber auf jeden Fall, man sagt, gut, ich Vermieter beseitige den Schimmel, aber verlange von dir, mein lieber Mieter, dafür Schadenersatz oder Vorschuss, weil du bist es ja schuld. Die Rechtsprechung ist da uneinheitlich. Manche stellen einfach darauf ab, dass man sagt, der Instandsetzungsanspruch besteht immer zu Lasten des Vermieters, der muss es immer bezahlen. Und andere, die eben differenzierter schauen, die sagen, so wie ich auch, nein, hier muss man zwar den Anspruch sehen und die Verpflichtung des Vermieters, den Schimmel wegzumachen, aber auf wessen Kosten? Das ist die zweite Frage. Also, selbst dann, wenn wir eine Verpflichtung zur Beseitigung von Schimmel bejahen, heißt das noch nichts darüber, wer das bezahlen muss. Hier kommt es eben darauf an, wer für den Eintritt des Schimmelschadens verantwortlich zeichnet. Und da kann man natürlich sagen, gut,
Hier verlange ich nicht nur Schadensersatz, wenn ich also den Schaden schon entstanden habe, weil ich die Rechnung des Schimmelsanierers bezahlt habe, sondern man kann sagen, das will ich vorgeschossen haben. Dann verlange ich auch Vorschuss. Meine Damen und Herren, soweit dazu, zu diesem Problem. Wer muss letztendlich für die Beseitigung des Schimmels und zulasten welchen Portemonnaies aufkommen? Wenn es Ihnen gefallen hat, bleiben Sie gleich bei uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Ich freue mich, wenn ich Sie hier wieder treffe. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.